Dieser Husten. Sorry, ich hab nicht viel für Selfies übrig. Wieso nicht? Alter, diese Witze. Team Pokémon! Hier liegt einfach mal Fred Feuerstein. Lust auf einen neuen Ach Look? So. Nee, warte mal. Da steht eine Leiter. Hast du ein Selfie mit uns? Nee. Wir haben gerade neue gebrauchte Unterwäsche im Angebot. Alter. Wir haben gerade neue gebrauchte Unterwäsche im Angebot. Ja, das ist schon ein bisschen eklig. Ich hab's gesehen. Ihr nicht. Du weißt, dass du hier nicht arbeitest, oder? Ja, ist mir egal. Dankeschön. Stoffbein. Maskeradenmaske. Geil. Was sonst noch was? Ihr könnt was einkaufen, gut. Will man ein Selfie machen? Ne. Humans Tacos. Genau, jetzt sollen wir rein. Wo ist ein paar Kippen rausholen? Oh, hier. Salsa, Tortilla. Willkommen bei Freeman's Tacos. Wenn dich irgendwas hier anmacht, dann echt lass jetzt. Es mich einfach wissen. Willkommen bei Freeman's Tacos. Oh, Leute. Das ist einfach so daneben. Aber es ist so geil. Ist was im Müll? Hey. Geiler Laden, hier kannst du deine Zutaten x-beliebig mischen. Oh, okay, cool. So. Ja, hallo. Jetzt kannst du meine Gedanken lesen. Das Bild ist schon ein bisschen widerlich. Ey Kumpel, hab noch eine Belohnung für dich abgeliefert. Deine Mom meinte, sie würde sie in die Spielzeugkiste legen. Dollar, dollar, dollar. Ich bin jetzt 20. Es gibt auf jeden Fall noch ein paar. Und ein paar EP. So, Freeman's Toilette. Husten. Halten. Halten. Echt nicht einfach. Alter. Warum mache ich den Müll überhaupt? Ach, scheiße. Boah, finde sowas echt nicht gut. Was, brauner Rosenstrauß? Alter. Das ist schon ein bisschen eklig. Die Mucke, Alter, so geil. Willkommen bei Freeman's Tacos. Heute auf der Tageskarte Tacos. Ein Bart. Zwirbel-Sanchez. Oh, das könnte passen zur Mütze. Das, ne? Nein. Nein. Ja, ich denke mal, das passt. Ja. Alter.
mal einkaufen. Bei Freeman's Tacos craftet man alles selbst. Du weißt, wie das geht, oder? Öffne einfach das Crafting-Menü, dann können wir anfangen. Du kannst Essen kombinieren, wie du willst. Erstmal ein Grundnahrungsmittel, der Burrito. Warme Tortilla drumherum gewickelt um, naja, um irgendwas anderes. Hier, alles, was du für den Anfang brauchst. Hier steht, wie viel Essen du brauchst, um diese Tortilla zu füllen. Jetzt schmeiß einfach alles zusammen. Stell den Burrito her. Gut gemacht. Nach deinen ersten Schritten im Crafting können wir reinhauen. Du kannst Essen kombinieren, wie du willst. Probier aus, was passiert, wenn du einen Burrito mit einer Enchilada kombinierst. Was mit einer Enchilada? Also wir können gar nicht woanders hingehen. Herzlichen Glückwunsch. Aus Enchilada und Burrito hast du einen Enchirito gemacht. Das hat vorher noch nie jemand geschafft. Ach, was soll's. Nimm noch ein paar Rezepte. Die retten dir vielleicht deinen dämlichen Arsch. Ja, danke, Mr. Freeman. Crafting-Rezept-Sammlung. Sehr geil. Foto? Jetzt kann ich diesen Moment nur noch für die Geschichte festhalten. Mit einem Selfie. Ja! Wir kriegen ja ein Foto mit Freeman. Sorry, ich mach kein Duckface. Duckface? Immer fröhlich. Geil, Freeman! Sorry, Freeman. Ich mach kein Duckface. Okay, das machen wir nie wieder. Wieso? Noch eins, oder? Gut, dann los. Okay, man kann also mehrere machen. Ich weiß nicht, warum ihr Kind euer eigenes Sozial Nimmer von Mr. Morgan, die ganze Stadt da auch noch mitmacht, aber hier bin ich. Mr. Morgan Freeman! Nur noch eine Sache. Was? Es soll so mächtige Fürze geben, dass sie sogar das Raumzeitgefüge verbiegen. Was? Pass auf da draußen. Du machst das ziemlich gut, Neuer. Komm zum Kuhn-Versteck, wir sollten ein Gerät ausbauen. Kuhn Ende! Okay, Kuhn, wir sind auf dem Weg. Aber erstmal, wo ist denn unser Zuhause? Ist es Kuhn-Versteck? Wo wohnen wir denn? Ups. Okay, Kuhn-Versteck? Emmys Haus? Dein Haus? Genau, hier mit der Spielzeugkiste. Es ist einfach nur Straße runter und dann nach rechts. Und? Die neuen Öffnungszeiten nie bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Die Fresse. Ich erwische es schon. Achso. Können wir in unsere Kiste gucken? Da müsste ja ein Haufen Zeug drin sein. War hier mal irgendwas? Ah, guck mal. Und das jetzt runter. Na gut. Okay, schon reingeguckt. Wenn ein bisschen Crafting gelungen. Hey Dad, was machst du? Oh, hallo Schatz! Wow, das nenne ich ein Outfit. Hast du mal wieder Mamas Schrank durchwühlt? Was? Wenn du ein paar neue Freunde finden willst, werde ich dich nicht davon abhalten. Du musst nur die Klappe halten. Du weißt ja, was ich meine. Ich kann mich auf dich verlassen, oder? Ja, ja. Pass auf dich auf, okay? Das ist eine neue Stadt. Man kann nie wissen. Ja, was macht eine Mutter? Hey. Okay, die ist besoffen. Oh, ihr spielt Verkleiden. Wie niedlich. Aber denk an meine Worte. Gewöhn dich nicht zu sehr an deine neuen Freunde. Ich weiß immer noch nicht, was hier los ist. Du weißt, dass du mit mir über alles reden kannst, oder? Über die Blümchen und die Bienchen, Geschlechtsidentität, Rassendiskriminierung oder was Erwachsene insgeheim mit ihren Katzen machen. Was? 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 Oh, ihr spielt Verkleiden. Wie niedlich. Aber denk an meine Worte. Ja.
Alter, es geht bei der nicht ganz fit. Waren wir auf unserem Klo schon? Da schlimm haben wir angefangen, oder? Ah, guck mal, jetzt ist ja ein Häkchen dran. Gut zu wissen. Ja, damit aus. Waren wir auch schon, aber war hier nicht noch irgendwas? In irgendeinem Schlafzimmer, was wir nicht machen konnten. Egal. Immer in unsere Kiste. Powerpump Kostüm, Zwielichtlappen Kostüm und Haufen Zeug und eine Menge Kohle und noch mehr Zeug. Geil. Unser Fisch hat geblubbert. Du, 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 du. Hi Dad. Bis Dad. Hey, lass uns heute ein... Nein. Du, 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 du. Outpark. Guck dich mal an mit deinem viel Speicher auf dem Gerät. Ah, hi. Wuhu! Neuer Follower, Woman. Ausgezeichnet. Erkennen wir irgendwie schon, mit wem wir das gemacht haben? Was? Ich weiß, wo du wohnst. Was? Entschuldigung, Roman. Habe ich echt Ja dazu gesagt? Scheint so. Wuhu! Neuer Follower, Sarah. Preise den Herrn, kleines irres Kind. Was? Pass auf, Hosenscheißer! Nein. Oh. So. Das sind schon wieder 6 Bettler. Hartmanns Haus ist noch 2 Jahre weiter. Ich hab Tittenbilder, komm und hol sie dir! Ja, Kampfvorteil. Und eben betäubt. Wenn ich das immer noch betäubt ist. Essen ist serviert, ihr seid das Essen! Los, Wunderarsch! Okay. Wissen? Mann. Okay. Ach, wir fangen jetzt erst an. Naja, ich kann jetzt einen Rückstoß. So, mit Rückstoß, genau. Da haben wir ja 70 plus. Wow, 180? Wow, Alter. Das ist heftig. Ja! Das gibt garantiert eine Narbe. Ja, dann nimmt der andere genauso viel Damage. Wen soll ich quälen? Ich wähle dich! Was? Wieso? Das ist gut. Welche Flur? Drückt Helfen, oder? Für Viertklässler seid ihr echt sehr erbrocken. Ach, nicht sowas! Gefällt dir das Viertklässler? In der Mittelschule gibt's davon noch mehr! Ja, was war vielleicht? Ich bin drin! Okay! Ich verbinde in deine Nähe und heile sie. Dann stehen wir immer noch da drin. Und ist nicht. Also lieber angreifen. Ja, greifen wir lieber an. Es gibt krasse Bräunungsstreifen. Jupp. Oh, bin ich dran? Ja, du bist dran. Also, können sie sich angreifen? Also, wir gehen einfach nur aus dem Weg. Zu beenden. Oh, rein, Neuer! Ich würde. Ach ja, können wir wieder Rückstoß machen. Und der andere müsste auch noch schaden. Ja! Das Superheldenzeug scheint dir zu gefallen, hä, Neuer? Jep. Macht echt Sorgen. Jetzt werde ich mein Ding an euch reinstecken! Oh, das lag falsch. Ja. Wir können angreifen. Und den kriegen wir nicht down. Das geht nicht. Dann greifen wir so an.
Zika-Infekt! Mosquito! Vorsicht, Kumpel! Die Seuchenschutzbehörde brauchen wir nicht auch noch am Arsch! Ich bin erst dran! Komm wieder auf die Beine, Arschboy! Wer ist das nächste Ziel meiner grenzenlosen Wut? Ha! Scheiße! Das hat mal richtig Bock gemacht! Laut Wetterbericht, Hagelschläge! Okay, dann, dass wir brauchen uns nicht heilen. Das dürfen wir schaffen. Wir haben Platz vor ihm. Und als nächstes ist die Kopf jetzt dran. Wenn er hinbleiben kann, ich weiß es nicht. Ich greife mal einfach an. Greif mal an. Piu, piu. Ah, nicht blitzfähig, Humankind! Ja. Ich bin dran. Kann der hinlaufen? Aber er kann hier hin. Das heißt auf jeden Fall. Omega Crash Extra! Sehr schön. Steh auf von der Arsch, wir haben gewonnen! Was gewonnen? 6 vor der Spuckbälle. Das Rescher der 4. Klasse. Ah. Selfies? Und Selfies? Oh, hier gibt's was. Ja, wieder Post. Hallo? Na gut. Hier hinten ist was. Hm. Fällt gerade zum ersten Mal auf, dass wir dem Ding sogar hinterher gucken. Ich muss irgendwie da hin, oder? Oh, hier fehlt uns noch eine Fähigkeit, ne? Das müsste ja Kartenhaus sein. Danke. Werbesendung. Ah, braucht keiner so einen Mist. Nee, das ist doch nicht Kartenhaus. So, was sagt er denn? Ich bin gespannt, welche neuen Werke du findest. Ja. Seid mir nicht zu Kartenhaus? In die falsche Richtung gelaufen, ich Idiot. Wo bin ich denn hier rüber gelaufen? Hä? Ja. Und wieder zurück. Du, 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 du. Hi. Das tut weh, du Trottel. Yep. Wir müssen irgendeine Fähigkeit finden, um diese scheiß Lava loszuwerden. Humans Tacos. Ist das die? Oh. Bring mich nicht dazu, dich im Schlaf zu töten. Oh, okay, tschüss. Mann, der Kirsch ist schon mal gehabt. Okay, vielleicht fehlt uns da auch noch was. Das ist unser Haus. Soll ich dir die Fresse polieren? Nein, nein, danke, tschüss. Dachte ich mir doch. Genau, nach nächstes wird ein Wendy's Haus kommen. Was ist das? So. Ah Mann! Ich will die neue Fähigkeit haben. Hi! So. Auch noch ein paar Handschuhe, ne? Die passen irgendwie so gar nicht. Ich hab festgestellt. Haben wir da schon was? Assassinenhandschuhe? Silberhandschuhe? Sind doch dieselben. Was ist das für ein Beschiss?
Immer weiße Handschuhe. So. Gut. Ne. Hallo. Was fick dich, Mom? Genau. Fick. Dich. Ich? Mom. Sehr schön. Ja, Unterarsch, setz dich. Ja, ja, mach ich. Und soll ich auch neben dir sitzen? Du siehst weder wie ein Junge. Nicht da. Wieso nicht? Da auch nicht. Doch. Da sitzt ein Moskito. Oh, oh Mann. Ey, du sollst nicht damit rumspielen. Doch einmal und wir sind alle tot. Kacke, hör auf. Hab ich jetzt wenn man das lange genug macht, ob man irgendwann. Ja. Ja, ich hab's schon. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Oh Mann. Geil. Ich hab's gewusst. Ah, Wunderarsch, setz dich. Ja, Moment. Wir haben uns ja schon umgeguckt. So, haben wir das jetzt schon gemacht? Nicht da, da auch nicht. Da sitzt Moskito. Der saß aber vor uns gerade hier. Was passiert auf der anderen Seite? Da können wir nicht. Okay. Okay. Wie läuft's da draußen? Ja, alles bestens. Wir sind auf guten Weg. Gutes Gespräch. Ich finde, du hast Potenzial. Und irgendjemand kriegt dich als Sidekick. Glückwunsch. Oh, geil. Danke. Ich wollte mal über deinen Superheldencharakter reden. Er ist ziemlich scheiße, finde ich. Und ich werde dir zwei Klassen gestatten. Such dir noch eine Fähigkeit aus. Welche Fähigkeiten willst du deinem Repertoire hinzufügen? Okay, geil. Psychiker. Elementarist. Wenn der Elementarist in der Nähe ist, braut sich immer ein Sturm zusammen. Blitze und Eis für die Gegner halten die Luftfeuchtigkeit bei angenehmen 40%. Cyborg. Die erste Direktive des Cyborg ist es, in Ärsche zu treten. Erst mit seinem mächtigen Angriff die Gegner heranziehen. Was für ein toller Moment für dich. Bist du aufgeregt? Ja, warte. Der Herr des Schlachtfeldes. Okay, das würde ja zum Blaster passen. Psychiker. Nächtliche Werbesendungen haben den Geist des Psychikers zu einer Waffe gemacht, mit der er Freunde stärken oder Feinde schwächen kann. Elementarist. Brutalist. Ein Held braucht auch einen Sinn für Dringlichkeit. Ja, jetzt macht er schon wieder Stress. Elementarist, Brutalist. Das würde uns noch mehr stärken. Speedster. Cyborg. Das ist ein wichtiger Moment in deinem Superheldenleben. Ich hätte etwas mehr Begeisterung erwartet. Ich bin schwer begeistert, Cartman, aber ich kann mich nicht entscheiden. Ich nehme einen Cyborg. Ein Cyborg? Roboterfetisch, was? Vielleicht. Entscheide dich doch mal, dann erzähl ich Cyborg. Herz aus Stahl und normale Menscheneier. Was? Was ist eigentlich? Na gut. Denk, die beiden passen gut zusammen, oder? Aber jetzt müssen wir deine Hintergrundstory noch ändern. Gehen wir also zurück zu dieser schicksalhaften Nacht, als du klein warst. Du lagst wach in dieser Nacht, aber diesmal, weil du die Welt sicherer machen wolltest. Du gingst zum Spiegel. Meld dir was anderes machen. Meld jetzt neue Fähigkeiten. Ja, heute können wir was. Geil. Irgendwo was? Ein Bild?
Gänse im Spiegel. Du dachtest dir, wird mich hier jemand lieben? Und dann hörtest du ein Geräusch. Aber es war ein Babywein. Oh nein. Auf dem Flur sahst du zwei Kerle ein hilfloses Baby angreifen. Du musst unbedingt eingreifen. Du wusstest, du kannst sie aufhalten und benutztest zum ersten Mal deine neue Deckenkraft. Crime is out of control in our town. Coon and friends are this city's only hope. All right, now you need to go out into the town and do superhero stuff. You know, help people and fight crime and dumb shit like that. Well, how's the character sheet coming? I already let you dual class, there's nothing left to talk about. Do not give me those sad puppy eyes. You are not going to have three classes. I've been given $20,000 to take care of you. What? But I only need a few hundred for that. So you know what I'm gonna do with all the rest? Go to Paris to get a pedal enhancement and fuck French chicks. Super Craig.